Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Freunde, heute begehen wir den Gedenktag für die Verschleppung und Vertreibung der Ungarndeutschen. Seit 2013 gilt nämlich der 19. Januar als nationaler Gedenktag. Laut der Potsdamer Beschlüsse aus dem Jahr 1945 sollte die in Polen, Tschechien und Ungarn verbliebene deutsche Bevölkerung in organisierter und humanen Weise nach Deutschland umgesiedelt werden. Dementsprechend wurde bis 1948 mindestens 180.000 Ungarndeutsche nach Deutschland verschleppt, das damals in Ruinen lag und dessen Bevölkerung an Hunger leidete. Es ging keinesfalls eine humane Lösung. Die Vertriebenen wurden alle enteignet und ihnen wurde die ungarische Staatsangehörigkeit entzogen. In die Sowjetunion wurden rund 70.000 Ungarndeutsche verschleppt, ein Drittel von ihnen kam in Arbeitslager ums Leben. Schon im Dezember 1944 fing die in Ungarn eingebrochene Rote Armee an, arbeitsfähige junge Männer und Frauen, die vorwiegend einen deutschen Namen trugen, zusammenzusammeln und in die Sowjetunion zu verschleppen. Die Besetzer nannten als Motiv der angeordneten Beförderung als Malenki Robot, das heißt eine kleine Arbeit. In der Wirklichkeit erzielte diese Aktion die Beschaffung von Zwangsarbeitern und galt als Mittel der Vergeltung bzw. der ethnischen und politischen Säuberung. Im Mittelpunkt einer solchen Geschichte steht Irene, die Hauptfigur des ungarischen Filmes Ewige Winter aus dem Jahr 2018. Das historische Drama wird von heute bis Sonntag vom Generalkonsulat in Streaming-Format gezeigt, zu dem ich Sie herzlich einlade. Geschichten wie dieses wurden in Ungarn bis zur Wende verschwiegen und seitdem findet aber eine intensive Aufarbeitung statt, die sich nicht nur in Schaffung von Kunstwerken wie dieses, die Errichtung neuer Institutionen, aber auch die Neuredierung des Lehrmaterials in Fächern Geschichte und Literatur an den Schulen vornahm. Und diesbezüglich ist schon vieles geschehen, muss aber noch vieles getan werden. Seit Jahren begeht das Generalkonsulat von Ungarn in Bayern den Gedenktag für die Verschleppung und Verbreitung der Ungarndeutschen gemeinsam mit dem Haus des Deutschen Ostens. Die gegenwärtigen besonderen Umstände lassen heute leider keine Präsenzveranstaltung zu. Deswegen bin ich Herrn Professor Dr. Andreas Otto Weber, dem Direktor des HDO, bzw. Professor Dr. Bernd Fabricius, dem Beauftragten der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten, sowie Silvia Stiersdorfer, der Beauftragten der Bayerischen Staatsregierung für Aussiedler und Vertriebene, dankbar, dass Sie mit Ihren Videobotschaft auch dieses Jahr dem Gedenktag einen Beitrag leisten. Die düsteren Kapitel der Vergangenheit wurde Gott sei Dank seit der Wende durch eine neue respektvolle Epoche in Ungarn aufgehoben. Derzeit leben 185.000 Personen in Ungarn, die sich bei der letzten Volkszählung in 2011 als Zugehörige der deutschen Nationalität bekannten. Die Ungarndeutsche sind eine geschätzte Nationalitätengemeinschaft in Ungarn, die eine breite politische Vertretung und großzügige, vom Staat finanzierte Möglichkeiten der Pflege ihrer Muttersprache und Kultur genießt. Wir glauben nämlich, dass die im 20. Jahrhundert erlebten Traumata der Volksgruppen in Europa in einem intensiveren Austausch, eine Aufarbeitung der Geschichte und beide Seiten bereichernde Lebensweise im 21. Jahrhundert aufgehen können. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Seit 2014 begehen das Generalkonsulat von Ungarn in München und das Haus des Deutschen Ostens
gemeinsam den Gedenktag für die vertriebenen Ungarndeutschen. Ich bin als Direktor des Hauses des Deutschen Ostens sehr froh über diese nun schon 7 Jahre bestehende wichtige Kooperation. Eine Gedenkveranstaltung mit zahlreichen Ehrengästen aus Ungarn und Bayern ist uns in der derzeitigen Situation leider nicht möglich. Daher bin ich dem Generalkonsulat von Ungarn sehr dankbar für die Initiative, dieses Jahr einen virtuellen Beitrag dazu zu ermöglichen. Mit dem Film Ewiger Winter rücken wir heute ein Drama ins Licht der Öffentlichkeit, das in Ungarn 1944 zahlreiche Angehörige der deutschen Minderheit betraf. Unter Malenki Robot, also kleine Arbeit, versteht man in Ungarn die Verschleppung von Ungarn und Ungarndeutschen zur Zwangsarbeit in sowjetische Arbeitslager und Bergwerke in den Jahren 1944 und 1945. Ähnlich wie in Siebenbürgen geschah das auf Befehl Stalins und konnte in Ungarn erst nach dem Fall des Eisernen Vorhangs wissenschaftlich untersucht werden. Die Deportationen gingen einher mit der Besetzung Ungarns durch die Rote Armee und waren ein Akt der Vergeltung und Reparation für den Zweiten Weltkrieg. Die Deportationen fanden gleichzeitig in Ungarn, Rumänien und Jugoslawien statt. Sehr viele überlebten die Zwangsarbeit wegen der extrem harten Bedingungen und dem ständigen Mangel an Nahrung nicht. Die Überlebenden kehrten zwischen 1946 und 1948 zurück und waren durch die Erlebnisse schwer traumatisiert. Ich konnte diese Traumatisierung als Kind in meiner eigenen Verwandtschaft wahrnehmen, denn eine Cousine meines Großvaters, die als Münchnerin nach Siebenbürgen geheiratet hatte, ist eine Überlebende dieser Deportation unter Zwangsarbeit. Bei jedem größeren Familientreffen konnte sie nicht anders, als von den schrecklichen Erlebnissen zu erzählen. Besonders eines ist mir in Erinnerung geblieben. Da ihre Deportation in großer Eile stattfand, dachte sie nicht daran, ein Gefäß für das Essen mitzunehmen. Daher bekam sie immer erst dann zu essen, wenn die anderen fertig waren und sie einen Blechnapf geliehen bekam. Ihre Sorge um den zurückgelassenen und kranken Sohn Georg erhielt ihr aber den Überlebenswillen. Sie zählt heute als 107-Jährige zu den ganz wenigen noch lebenden Zeitzeugen dieses Geschehens. Der Film Ewiger Winter thematisiert dieses schreckliche Geschehen mit Blick auf ein ungarndeutsches Schicksal. Dem Beauftragten der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten, Professor Dr. Bernd Fabricius, und der Beauftragten der Bayerischen Staatsregierung für Aussiedler und Vertriebene, Silvia Stiersdorfer, bin ich für ihre nun folgenden Grußworte sehr dankbar. Sie zeigen uns, dass sie auch in diesen schwierigen Zeiten der Pandemie an der Seite der deutschen Minderheit in Ungarn stehen und an deren Schicksal erinnern. Und nun wünsche ich allen, die virtuell an dieser Gedenkveranstaltung teilnehmen, ein eindrucksvolles Filmerlebnis. Sehr geehrter Herr Generalkonsul Tordai Leko, sehr geehrte Frau Stiersdörfer, liebe Silvia, sehr geehrter Herr Professor Weber, liebe Frau Hock-Engländer, meine Damen und Herren, es ist für mich auch in diesem Jahr und unter diesen Umständen eine besondere Ehre, heute als Beauftragter der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten zu Ihnen sprechen zu dürfen und Ihnen auch die besten Wünsche der Bundesregierung, namentlich unserer Bundeskanzlerin Frau Dr. Angela Merkel und von unserem Bundesinnenminister Herrn Horst Seehofer zu überbringen. Wir sind heute zusammengekommen, um der Vertreibung und Verschleppung der Ungarndeutschen zu Ende und infolge des Zweiten Weltkrieges zu gedenken. Nach dem Ende des Krieges wurden viele von diesen loyalen Bürgern Ungarns pauschal der Kollaboration mit dem Hitlerregime bezichtigt, verfolgt, verhaftet, verschleppt und vertrieben.
In der Folge verringerte sich die Zahl der in Ungarn verbliebenen Deutschen um mehr als die Hälfte auf etwa 220.000. Es folgten wie in vielen Staaten des sogenannten Ostblocks Jahrzehnte der Unterdrückung und der sowjetisch geprägten Repression, die die Familien teilweise bis heute belastet. Dennoch bildeten die verbliebenen Ungarn Deutschen eine starke Gemeinschaft, die auf bessere Umstände wartete. Und diese kamen mit der politischen Wende 1989, in deren Folge sich die Ungarn Deutschen rasch neu organisierten. Besonders hervorzuheben sind hier die als verlässliche Partner anerkannten und starken Selbstorganisationen der Ungarn Deutschen, die Landesselbstverwaltung der Ungarn Deutschen in Ungarn. Auch die ungarische Regierung leistete mit einer vorbildlichen Minderheitenpolitik ihren Beitrag zur Aussöhnung, wofür ich Ihnen, verehrter Generalkonsul, ganz, ganz herzlichen Dank aussprechen möchte. Diese Erfolge drücken sich im zunehmenden Bekenntnis der Landsleute zu ihrer Zugehörigkeit zur deutschen Minderheit aus. Bekannten sich 2001 noch ca. 62.000 Menschen in Ungarn zur deutschen Volkszugehörigkeit, waren es 2011 schon 185.000, also dreimal so viel. Das ist für mich als Minderheitenbeauftragter ein echter Grund zur Freude. Meine Damen und Herren, die Folgen, die die Vertreibung und Verschleppung der Ungarndeutschen für diese Gemeinschaft und ihr Land hatten, sind trotz dieser positiven Entwicklung noch nicht vollkommen behoben. Sie haben mich stets und aus Überzeugung an Ihrer Seite, wenn es darum geht, die kulturelle Identität der Ungarndeutschen, deren Festigung und Pflege sowie die Weitergabe gerade an die jüngere Generation nach Kräften zu fördern und zukunftsfähig zu erhalten. Minderheiten sind ein Gewinn für uns alle. Sie sind ein Gewinn für Ihr Land. Und sie sind als Boten des Verständnisses und des multiethnischen Zusammenlebens ein Gewinn und die Chance für Europa. Diese Erkenntnis hat sich auch in Ungarn durchgesetzt. Auch dafür danke ich Ihnen, lieber Herr Generalkonsul, und bitte Sie, diesen Dank der ungarischen Regierung zu übermitteln. Ich wünsche Ihnen nachträglich alles Gute im neuen Jahr und viel, viel Gesundheit. Und danke für Ihre Aufmerksamkeit. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Freunde, ich grüße Sie zum Gedenktag für die vertriebenen Ungarndeutschen. Diese Feierstunde gemeinsam mit unseren ungarischen Freunden findet jetzt schon seit einigen Jahren statt. Das ist eine schöne Tradition, denn diese Gedenkfeier belegt, wie weit die Verständigung schon vorangekommen ist. Bis auf wenige Jahre in ihrer Geschichte waren unsere Völker eigentlich immer freundschaftlich verbunden. Das ist heute wieder so. Deutsche und Ungarn, Bayern und Ungarn sind Partner in unserem gemeinsamen Europa. Die Vertreibung von etwa der Hälfte der Ungarndeutschen aus ihrer Heimat war ein großer Verlust für die Betroffenen. Und es war ein großer Verlust für Ungarn. Zugleich war es ein Segen, dass die andere Hälfte der Deutschen in Ungarn bleiben konnte. Heute sind Sie, gemeinsam mit den vertriebenen Ungarndeutschen, Bindeglied und Brückenbauer im Herzen von Europa. Ich bin allen den Heimatvertriebenen, den Ungarndeutschen bei uns in Bayern und dem ungarischen Volk dankbar für dieses Miteinander. Heute gibt es kaum ein anderes Land in Europa, in dem die deutsche Minderheit so viel Autonomie und Mitsprache genießt wie in Ungarn. Sie hat alle Möglichkeiten, ihre Kultur zu bewahren und zu pflegen. Die Geschichte der Vertreibung ist im Unterschied zur Lage in manch anderem Nachbarland in der ungarischen Gesellschaft kein Tabu. Das erleichtert natürlich auch die Zusammenarbeit über die Grenzen hinweg. Ich denke, auf diese Offenheit im Umgang miteinander dürfen wir alle gemeinsam stolz sein. Leider können wir heuer nicht persönlich zusammenkommen, aber mit Solidarität und Gemeinschaft werden wir auch die Corona-Pandemie in Europa überwinden. Ich bin sicher, dass wir uns nächstes Jahr in München im Generalkonsulat wiedersehen werden, um den Gedenktag dann gemeinsam zu begehen. Ich freue mich schon sehr darauf. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Alles Gute für Sie weiterhin.